Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ich habe jetzt wieder einiges an Ressourcen gesammelt seit dem Ende des letzten Parts. Also wirklich einiges. Ich habe auch ein paar Nebenquests hier erledigt im Norden und im Süden. Ja, nicht allzu viele, aber ich habe auf jeden Fall wieder einige Nebenmissionen gemacht. Habe jetzt einiges an Ressourcen und Skillpunkten. Und besitze jetzt auch, was Ressourcen angeht, genug, um zumindest zwei Hütten aufs Maximum abzugraden. Und zwar die Hütte von Voga, dem Handwerker, und von Karush, dem Krieger. Beide geben uns nochmal einen ordentlichen Batzen XP und für Vogas Hütte kriegen wir sogar noch die Bombentasche. Beziehungsweise wir können uns dann, denke ich mal, diese Bombentasche herstellen. Bin ich mal gespannt drauf. Also, oh, nee, Jamers Hütte, da brauche ich noch seltene Hirschhaut, von der ich noch nicht weiß, wo ich die auftreiben soll. Also, das ist ja mit dem Sammeln der Tierhäute zumindest ziemlich einfach, weil da muss man sich ja einfach nur die Karte einmal ansehen, einmal ein bisschen ranscrollen, damit die ganzen Jagdgebiete eben angezeigt werden und dann sieht man, ah, okay, da ist das Tier, da ist das Tier, da ist das Tier. Und hier zum Beispiel sind Großelche, hier haben wir Höhlenlöwen, irgendwo hier waren doch auch noch Säbelzahntiger. Hier sind Wollnashörner, Jaguare, Wölfe, Hirsche und so weiter und so fort. Also wenn man das Gebiet hier aufgedeckt hat, dann kann man auch die dazugehörigen Jagdgebiete sich aussuchen, dann das Gebiet einfach markieren und dann dahin laufen. Ist ja ziemlich einfach. Deswegen, während ich jetzt die ganze Zeit nur rumlaufe und stumpf Tiere erledige für die ganzen Ressourcen, das wollte ich euch echt nicht mehr antun. Ihr habt ja die ganzen Jagdmechaniken bereits gesehen von dem Spiel und ich glaube nicht, dass das interessant wäre, das Ganze noch einmal in grün zu sehen, also oder in blau oder was weiß ich was. Deswegen, jetzt, aber das Durchführen der Upgrades werde ich nichtsdestotrotz auf jeden Fall aufnehmen, das auf jeden Fall. So, den Speer ver... Ne, Quatsch, den Speer nicht, den haben wir schon auf Maximum. Aber die Keule können wir jetzt aufs Maximum verbessern. Wir haben jetzt genügend Südahorn, genügend... also seltenen Südahorn, seltene Südsteine und Südsteinstaub. Damit können wir das jetzt aufs Maximum packen. Jawoll, die sieht jetzt aber ehrlich gesagt wieder so aus wie am Anfang. Um ehrlich zu sein. Ja, wahrscheinlich sind das jetzt anstatt Knochen eben Südsteinsplitter. Gehe ich mal stark von aus. Kapala-Splitter. Ein tödlicher Wurfsplitter aus scharfen Knochen. Komm in der Geschichte voran, um diesen Gegenstand freizuschalten. Aha, okay. So, den Keulengürtel können wir noch upgraden. Mit Leopardenfell. Oh, und für das letzte Upgrade brauchen wir Säbelzahntigerfell. Das brauche ich jetzt aber für ein anderes Upgrade. Ich werde jetzt mal den Speergürtel aufs Maximum packen. Dann, jetzt können wir 6 Speere bei uns tragen. Steinsplitter aufs Maximum, 4 seltene Südsteine und 8 Tierhäute. Durchdringt die Masken der meisten Gegner ab jetzt. Sehr gut. Hierfür brauchen wir das Säbelzahntigerfell, dass wir mehr Wurfsplitter bei uns tragen. Ja, wobei, ich benutze Wurfsplitter bislang ja nicht wirklich. Es sei denn, weil das Problem ist, die Wurfsplitter verlieren fast schon an Bedeutung, wenn man ja sowieso Pfeil und Bogen hat. Und genügend Pfeile besitzt. Ich weiß nicht, was ehrlich gesagt der Vorteil von den Splittern sein soll. Kann man die Gegner auf diese Weise... fliegen die vielleicht gerade als ein Pfeil? Kann ich mir kaum vorstellen. Soll ich das jetzt für einen Keulengürtel machen oder für einen Wurfsplittergürtel? Ja, ich glaube, ich mache es lieber für die Keulen. Die Keulen werde ich, glaube ich, eher benutzen als die Wurfsplitter. So. Und die zweihändige Keule aufs Maximum. Das Upgrade verleiht uns 4 weitere Schadenspunkte, 3 weitere Haltbarkeitspunkte und 3 Geschickpunkte mehr. Nice. 4 seltene Nordzeder, 4-mal Blut von Oros, das kriegt man ja von diesen Schwarzsteinvorkommen. Und 20-mal Nordton. Bäm. Und Winterkleidung können wir uns jetzt auch aufs Maximum packen. Dadurch erhalten wir vollen Schutz gegen die Kälte, das... Also ich gehe mal stark davon aus, dass dann diese Kälteanzeige komplett wegfallen wird. Ist ja dann auch unnötig. So, erhalte vollen Schutz gegen die Kälte. Sehr gut.
für Weißjackfell und ich weiß nicht mehr, was das andere war. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber wir haben's. So, jetzt Fähigkeiten. Okay. Was haben wir denn Schönes hier? Schaden bei Tieren. Ah ja, apropos Tiere. Ehrlich gesagt würde ich das hier ganz oben ganz gerne machen. Jetzt Zähmbar, Höhlenbären und Dachse. Damit wir eben in der Lage sind, jetzt alle Tierarten zu zähmen. Das schon mal. Die Eule will ich so weit upgraden, dass ihr Angriff auch mächtige Elite-Gegner töten kann. Zack. Jetzt könnte ich die Ausruhzeit nochmal auf 40 Sekunden verringern. Das ist jetzt aber ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich könnte sie Stachelbomben werfen lassen, beziehungsweise generell Bomben. Markierungsreichweite, ja, ist jetzt eher sekundär. Gibt es irgendetwas Besseres? Gegner automatisch durchsuchen? Naja. Nee. Ich würde mal glatt sagen, ich will meine Gesundheit mal upgraden. Ich habe hier jetzt primitive, nee, verbesserte Gesundheit 2. Hier schon verbesserte Gesundheit 4, wo ich mich dann gleichzeitig frage, wo ist jetzt verbesserte Gesundheit 3? Hier ist primitive Heilung. Hier ist verbesserte Heilung 3. Was muss ich dafür machen? Schwanken beim Zielen mit Keulen und Speeren verringert sich. Wechseln von mit Waffen geht schneller. Ziele und wirf deine Keulen und Speere, während du eine Leiche bewegst. Und dann verbesserte Gesundheit. Oh. Aber die Fähigkeiten kosten alle jeweils nur einen Punkt. Das wäre durchaus noch eine Sache, wo man investieren könnte. Aber dadurch, dass durch diese Stabilitäts... durch diesen Stabilitätsskill habe ich mich ja jetzt wieder an den Bogen erinnert. Das wollte ich ja eigentlich auch machen. Verbessert die Stabilität des Bogens beim Zielen mit L1 deutlich. So. Dann können wir auf jeden Fall deutlich besser mit Pfeil und Bogen zielen. Das ist mir definitiv sehr wichtig. Okay, und den allerletzten Punkt können wir, denke ich mal, hier bei den Keulen und Speeren für das Gleiche einsetzen. Dadurch werden wir jetzt mit allen Waffen so gut wie gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr viel schwanken. Definitiv weniger als vorher. Wow, was geht? Okay. Papa! Papa! Kuss war das da! Was soll das werden? Ja, ja. Dagura, Biki, Udam Hazar. Twanta Sai Wadaha, Darwa Wai. Boah, geil, sogar mit einer Eule oben drauf. Das ist nice. Ja, cool, Alter. Nicht schlecht. Aber ja, er benutzt auch Dung dafür. Und ja, jetzt sind wir, glaube ich, nicht nur der Pissemann durch das Berühren mit dem Ding, sind wir jetzt auch zum Kackemann geworden. Pisse-Kackemann. Naja. So, seine Hütte können wir jetzt auf jeden Fall upgraden für 20 Nordzeder, 15 Nordschwarzstein, 10 Nordton, 3 Höhlenbärenfälle. Ja, und die 40 Bevölkerung, die wir mindestens dafür haben müssen, haben wir schon längst übertroffen. Bin ja schon im dreistelligen Bereich angelangt. Gut, Bombentasche. Sehr gut. Und nochmal ordentlich Erfahrungspunkte gekriegt. Boah, 2 Stück. Nice. Können wir doch gleich. Aber bei wie viel kostet hier oben das? Ja, 6. Okay, also ist egal, wo ich das jetzt mache. Dann eher hier, weil es weniger Punkte kostet. So. Waffengeschick und benutzen beim Leichenbewegen. Gut. Und ich denke mal, sobald ich mehr Gesundheit habe, werde ich als nächstes hier Beute-Takedown machen. Damit ich die Gegner direkt loote, sobald ich einen Takedown ausführe. Oh, Avenger-Kinder. Ja, geil. Also das Avenger-Dorf blüht so langsam richtig auf.
ist spitze. Das ist auch, das freut einen auch, so etwas zu sehen, wenn man tatsächlich sieht, wie dieses Dorf wächst. Immer weiter. Ah, scheinbar ist die nächste Tensei-Mission verfügbar. Aber vorher will ich auf jeden Fall, okay, vorher will ich auf jeden Fall noch die Kriegerhütte upgraden. Damit das schon mal erledigt ist und damit ich das nicht vergesse. Außerdem wollte ich ja ursprünglich als nächstes in den Osten gehen, zu der nächsten Jägerin-Mission. Also, in diesem Part werde ich höchstwahrscheinlich gerade mal die Reise dorthin aufnehmen können. So, 30 mal Nordzeder, 35 Nordschwarzstein, 20 Nordton, einmal Streifenwolffell, ja. Gerade noch so, damit hätten wir, glaube ich, alles von den ersten drei Ressourcen komplett aufgebraucht. Sehr gut. Und nochmal ein Batzen Erfahrungspunkte. 3300, zack. Sehr gut. Können wir nochmal reden? Ich habe die Schachter Guarha Yaudata. Du hast Udamimbar. Oh ja. Gut. Wow, holy shit, what the fuck? Momentchen mal. Wie sieht die Keule denn jetzt aus? Ist das die Zweihandkeule? Momentchen mal, das muss ich jetzt nochmal nachsehen. Ja, okay, das ist die Zweihandkeule. Ich wollte schon sagen, ey. Die Einhandkeule sah doch nicht so aus. Alter, krass. Das sieht aus wie eine Mischung aus Globus und Fußball. Ganz merkwürdig. Naja, aber solange es seinen Zweck erfüllt, ist ja egal, ne? Okay, okay, okay. Ja, dann werde ich als nächstes Richtung Osten reisen. Ja, der beste Punkt, von dem aus ich starten kann, ist, glaube ich, der hier. Und dann werde ich nach hier oben ziehen zu diesem Außenposten. Eventuell noch zum Leuchtfeuer runterziehen. Das werde ich aber dann wahrscheinlich erst nach der Quest machen. Und dann sehen wir mal, was uns dort erwartet. Ui, das Ding sieht jetzt aus richtig wuchtig. Nicht übel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bislang ist der Speer meine Lieblingswaffe, weil der eben auch so vielseitig ist. Mit dem kann man fetten Schaden verursachen, wenn man ihn schmeißt. Ja, okay, ich will jetzt rüberschwimmen, aber das Vieh wird mich nicht lassen. Perfekt. Ja, easy peasy. Krokodilhäuten. Von den Krokodilen, das finde ich aber auch schade, kriegt man keine einzigartigen Sachen. Also man kriegt einfach nur Fleisch, Tierhaut, wenn es hochkommt, aber jetzt nicht irgendwie Krokodilshaut oder so. Also mit anderen Worten, die Krokodile muss man überhaupt nicht jagen, um irgendetwas abzugraden. Ah, Wildschweine bräunig. Aua, lass mich doch in Ruhe. Ich habe dich doch auch in Ruhe gelassen. Blödes Wildschwein. Hm. Oh, so eine schöne kleine Höhlenmalerei wieder. Also Höhlenmalerei, eher Wandmalerei. Ein einsamer Venger hier draußen. Auf der Jagd. Wir werden ihn mal seinem Geschäft überlassen. Oh. Ach, das ist eine Ziege, oder? Ja, Ziegen brauche ich jetzt nicht, wenn es ein Hirsch gewesen wäre. Oh. Nein, böser, böse, böse. Ja, komm, den lasse ich jetzt auch ziehen. Eieieiei. Also, das macht echt Bock, muss ich euch sagen. Dieses Spiel ist der Hammer. Mit dem ganzen Ressourcenmanagement, was man hier betreiben muss und auch, dass man Ressourcen sammeln muss, um eben nicht irgendwann in die Röhre zu gucken. Gefällt mir richtig gut. Die haben sich hier echt was einfallen lassen. So ein bisschen das... So ein bisschen mal was anderes gemacht, anstatt... Alter, verpiss dich, du scheiß Drecksvieh. Gott, wie ich die hasse. Nach wie vor, das hat sich seit Far Cry 4 nicht geändert, ey. Bisschen essen, so. Ja, ich find's echt grandios, wie sie einfach mal was komplett anderes gemacht haben. Im Gegensatz zu den letzten Far Cry Teilen. Einfach mal so ein Crafting-System, Waffen herstellen. Oh, holy shit. Wow, hoppla. Das war natürlich nicht beabsichtigt.
Hier muss man aufpassen, wenn man die Landschaft betrachten will. Ah, ein Lagerfeuer entdeckt, nett. Wenn man hier die Landschaft betrachten will, dann muss man aufpassen, dass keine Raubtiere in der Nähe sind. Aber das sieht doch schon geil aus, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich eh nur so ein 2D-Bild, aber trotzdem sieht es geil aus. Ja? Solange es gut aussieht und man es jetzt nicht auf den ersten Blick als 2D-Bild erkennt, ist es doch okay. Naja, lauf mal hier, Ziegen. Ach ja. What the hell? Wow. Hab ich was? So, meine Ziege. Einfach mal dem armen Tier das Futter geklaut. Naja, das ist das Überleben. Hier geht's ums Überleben. Und da ist es fressen oder gefressen werden. Also, da muss man auch um Ressourcen kämpfen. Was haben wir hier? Ist das. Ja, das ist Nordzeder. Obwohl wir hier jetzt eher im Osten sind. Woi, oi, oh, ey, oh, hey, oh, hey, hey. Ach, Ma, Momentchen mal. Wir haben doch jetzt das. Ja, wir sind direkt in der Nähe. Und wir haben ja den. Die Fähigkeit Mammutreiter. Können wir. Oh nö. Nein, nein, nein. Ich wollte dich doch reiten. Och, du Dreck. Das ist jetzt kacke. Ah, ich wollte das Mammut doch nicht angreifen. Ich wollte es reiten. Mann. Ah. Speere herstellen ohne Ende. Nein. Wow. Okay. Also mit den fetten Sperren, die ich jetzt habe, sind scheinbar auch Mammuts kein Problem mehr. Einfach ein paar Mal treffen und dann klappt das. Ja komm, ich will jetzt das Mammut auch häuten. Dankeschön. Oh. Ich dachte jetzt zuerst, ich würde es tatsächlich vom Hintern aus machen. Aber nee. Scheinbar hat das ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Hoffentlich entdecken die mich jetzt nicht. Ich mein's ernst. Ja, das wird witzig. Natürlich wieder so ein Kerl mit einem Horn. Wartet mal. Ah, sind zwei davon, so ein Dreck. Aber einen davon kann ich ausschalten. So. Jetzt kann unsere Eule das ja schließlich machen. Okay, oh, jetzt wird's auch Nacht. Alles klar. Sind hier unten schon welche? Ja, das sind schon, aber die lasse ich ziehen. Es wäre mir jetzt eher nur von Nachteil, wenn die Kerle jetzt noch zurückkämen. Nein, eigentlich will ich den Langbogen. Dankeschön. So. Das wäre der eine. Upsa. Oh, nein, 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 nein. Jetzt nicht runterrutschen, bitte. Danke. Ja, entdeckt, ist schon klar. Jetzt nur gucken, dass hier nicht noch irgendwo einer rumliegt. Ah, perfekt. Der Kerl. Ah, nee, wobei, das ist ein bisschen zu weit entfernt. Das riskiere ich mal lieber nicht. Okay. Ja, der geht da lang. Das ist auch von Vorteil. Ah, Moment, jetzt können wir ja wieder unsere Eule losschicken. Dann werde ich jetzt wenigstens mit der Eule den anderen Jagdhornkerl erledigen. Zack. So. Damit ist Verstärkung schon einmal nicht mehr drin, ne? Ja, wobei, ich glaube, dafür müsste ich das hier auch noch zerstören, oder? Momentchen mal. Ich versuche mal, ob ich in der Lage bin, das Teil zu verbrennen. Ein Teil.
Wäre geil, wenn es, wenn ich es könnte. Ja, sieht so aus, als würde es klappen. Es sieht schwer danach aus. Mist. Was? Mach den fertig. Depp. Ja, wobei, der ist natürlich von meinem Tierchen abgelenkt worden. Nice. War's das? Yes. Sehr gut. Ohne Alarm. Aber auch unentdeckt. Werden wir gleich sehen. Beansprucht. Außenposten erobert. Kein Alarm ausgelöst. Okay. Also nicht unentdeckt. Aber wenigstens kein Alarm ausgelöst. Das ist doch auch was wert. Ui. Das war jetzt mein Alarm. Alles klar. Oh, 6 neue Bevölkerungs... Also 6 neue Bewohner für unser Dorf. So. Nice. Ah. Skillpunkte hat es nicht allzu viel gebracht, aber... Das Wichtigste ist ja jetzt auch mal, dass wir hier im Osten einen weiteren Schnellreisepunkt haben. Und ja, ich werde jetzt noch einmal versuchen, bis zu dieser Hauptquest zu gelangen. Da ist sie. Noch in diesem Part, weil ich habe ja jetzt den Alarm meines... Ich stelle mir ab jetzt nach Möglichkeit immer einen Wecker, der mir dann anzeigt, ab wann ich die 20-Minuten-Marke beim Video überschreite. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, dann mache ich das, was ich gerade noch mache, zu Ende. Oder ich spiele bis zum nächsten Kontrollpunkt. Irgendwie sowas. Und dann kann ich den Part auch beenden. Dann muss ich halt nicht jedes Mal eine halbe Ewigkeit so ein Video machen. Ha. Ich kletter jetzt einfach mal hier hoch. Auf diese Weise will ich es nach Möglichkeit verhindern, dass ich eben keine halbe Stunde Parts mehr mache. Nach Möglichkeit. Weil das ist dann... Das dauert dann halt auch ein bisschen länger zum Rendern und Nachbearbeiten. Und ich denke mal, das ist für euch auch angenehmer zu verdauen, wenn ihr ein paar 20 Minuten oder 25 Minuten Parts habt, anstatt so viele 30 Minuten Parts. Naja, vorbei ist ja eigentlich auch egal. Das kann ja auch jeder theoretisch gucken, wie er will. Ich momentan bin ja auch dabei, die ganzen Almost Dailies von Rocket Beans TV zu gucken. Das sind im Prinzip Podcasts. Aber auf YouTube kann man sie sich eben nochmal mit den dazugehörigen Bildmaterial ansehen. Und die dauern teilweise auch 40 bis 60 Minuten. Teilweise sogar über 60 Minuten. Und die gucke ich mir auch ab und zu an, wenn ich halt die Zeit dazu habe. Ja. Deswegen, ach, es ist einfach für mich auch angenehmer, wirklich. Weil dann habe ich nicht so viel zu... Dann dauert das Rendern halt nicht so lange, das Uploaden auch nicht. Ne? Ist auch besser so. Euch ist es ja im Prinzip egal, ob ihr 20 Minuten oder 30 Minuten Parts serviert bekommt. Content ist Content. Man kann sich ja schließlich auch einfach merken, okay, ich habe das Video, ich habe bei dem Video bei der 20-Minuten-Marke aufgehört und dann gucke ich später mal weiter. Ja. So, jetzt aber genug geredet. Oh, ja, jetzt will ich die aber nicht versehentlich anfangen. Ich will den Part an dieser Stelle schon beenden, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Far Cry Primal, wo wir die nächste Hauptmission machen werden. Na dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.